Wir trinken, um uns zu betäuben, weil ihr uns scheiße behandelt. Wundert es euch so sehr, dass sich unsere ganze Persönlichkeit wandelt? Wir haben schon mit 12 Sex, weil ihr uns keine Liebe, Wärme und Geborgenheit gebt. Und wir denken, wir finden sie in Körperlichkeiten. Wir brauchen euch, ihr müsst uns leiden. Wir nehmen Drogen, um mit unserem Leben klarzukommen, weil ihr eure Probleme zu unserem macht. Dass dies Folgen haben könnte, habt ihr nicht bedacht. Wir rauchen, weil ihr es uns vorlegt. Wir tun es, weil ihr uns keinen Kompass gebt und nicht aufpasst. Du wolltest ein Kind, ertrag die Last. Wir gehen schon früh feiern, weil ihr uns das Kindsein genommen habt. Darum wollen wir erwachsen werden und haben das Kindsein satt. Wir machen uns selbst kaputt, weil ihr nicht hinhört und schaut. Wir sind nicht zu hören, dabei ist der Hilfeschrei so laut. Wir haben Schmerzen, weil ihr uns nicht seht. Wir zerstören uns selbst, weil niemand uns versteht. Wir fühlen uns ganz allein, weil ihr nicht da seid. Wir suchen Befreiung aus unserem Leid. Solange Erwachsene nicht einsehen wollen, dass sie ihre Kinder zuhören müssen, solange werden Kinder und Jugendliche nicht einsehen, sich an Regeln zu halten. Es ist wichtig, dass Erwachsene ihre Kinder in jeder schwierigen Situation begleiten. Ich habe jemand, der mir die Zuneigung und Liebe schenkt, die ich brauche. Das ist der Grund, weshalb ich nicht rauche. Diese Person ist mein Bruder, mein Vorbild. Jeder braucht jemanden wie ihn.